Hallo und herzlich willkommen zurück zu Black Mirror 2. Wir müssen uns noch ein bisschen umgucken. Öllampe. Eine altmodische Öllampe. Bei flackerndem Feuerschein muss dieser Ort noch unheimlicher sein. Das kann gut sein. Ich lasse sie lieber, wo sie ist. Wieso? Vielleicht kannst du die ja noch gebrauchen. Mehr ist nicht mehr drin. Es liegt hier überall verstreut. Okay, ich kann trotzdem noch daran. Steinsockel. Ein Sockel aus Stein. Da sind 3 Rillen auf jeder Seite. Keine Ahnung, was man damit anstellen kann. Ein Sockel aus Stein. Schlafsack. Hier hat sie sich also versteckt. In diesem Gemäuer? Mit einer Öllampe und ihren Aufzeichnungen? Sie war sehr mutig. Oder verrückt. Ja, das kann man sehen, wie man möchte. Ich glaube, so einfach geht das nicht. Das Tor lässt sich nicht bewegen. Und ich sehe keine Klinke und kein Schlüsselloch. Ich vermute mal, er hat hier was mit zu tun. Ist nur die Frage, was? Ein Sockel aus Stein. Da sind 3 Rillen auf jeder Seite. Keine Ahnung, was man damit anstellen kann. Zeigt er mir noch was an? Den Schlafsack gucken wir uns gleich nochmal an. Ich habe immer Angst, dass ich irgendwas verpasse. Weil ich einmal zu wenig drauf geklickt habe. Ansonsten würde ich gleich nochmal mit Ralph sprechen. Hier hat sie sich also versteckt. In diesem Gemäuer? Mit einer Öllampe und ihren Aufzeichnungen? Sie war sehr mutig. Ja, okay. Dann geh mal raus. Weil irgendwas brauchen wir anscheinend noch. Oder ich kann auch gleich mal ins Inventar gucken. Ich weiß jetzt gerade nicht. Nee, aber hier haben wir erstmal nichts. Hallo. Du darfst weiterlaufen. Oh, Gottes Willen. Ich möchte mich Ralph nur nähern, wenn ich auch weiß, über was ich mit ihm reden könnte. Ich finde ihn etwas unheimlich. Okay, also das bringt uns auch nichts. Hätte ich jetzt ja vermutet. Was hat es denn mit dem Raben auf sich? Irgendwie müssen wir diese Tür ja öffnen können. Also falls wir da überhaupt durch müssen, aber ich denke... Na, hier ist aber nichts weiter. Windspiel. Die sehen aus, als hingen sie dort schon seit Jahrzehnten. Sie klingen unheimlich. Und das war's auch schon. Ja. Okay, sehr unbefriedigend. Ja. Ein unheimlicher Steinkopf. Er zeigt so etwas wie einen Troll. Das Ding scheint keinerlei praktische Bedeutung zu haben. Vermutlich sollte es nur Besucher einschüchtern. Denn irgendetwas übersehen? Es gibt hier vielleicht noch irgendwas, was ich noch nicht gesehen habe. Nee, scheint nicht so. Die richtige Anordnung der Figuren hat das Tor geöffnet. Ich lasse sie einfach dort. Wenn Mr. Bubby genug von der Pfeife hat und sein Pferd wiederhaben möchte, kann er sich erholen. Ja. Nicht, wenn wir da drinnen sind, Schätzchen, weil ich weiß nicht, ob das Tor dann wieder zugeht. Tja. Zack, da macht er ja auch nichts mehr. Mehr ist nicht mehr drin. Es liegt hier überall verstreut.
Wäre nett, wenn er mir einen kleinen Hinweis geben würde. Ja, ein Hinweis, Darren. Stattdessen mutwillige Zerstörung. Das Tor lässt sich nicht bewegen. Nee. Und ich sehe keine Klinke. Ja. Und kein Schlüsselloch. Mhm. Das hast du gut erkannt, Schätzchen. Ach. Steinsockel. Tja, was machen wir denn jetzt? Hier haben wir noch ein Messer. Können wir aber nichts mit anfangen. Alles andere ist nur Papierkram. Was sollte ich damit anfangen können? Nachricht. Das ist ja was, wa? Das ist ja was. Teil des Gedichts. Das hilft mir aber alles nicht weiter. Oder vielleicht doch zurück nach Willow Creek, aber warum? Wir machen einfach... Ich weiß nicht, wo dieser Rabe ist. Vielleicht... Oh Gott. Hier, da. Nein, mach's nicht. Wie er immer klatscht. Kann ich bei ihm noch irgendetwas auslösen hier? Gar nicht, ne? Ja, das ist ja sehr mager hier. Und ich sehe leider auch nichts, was wir hier sonst noch anrichten können. Eine Karte der Gegend um den Ort Willow Creek. Es ist eingezeichnet, wo vor 12 Jahren die Morde stattgefunden haben. Ich will erst einmal herausfinden, was Angelina in den Ruinen gesucht hat. Heißt also, du willst nicht zurück nach Willow Creek. Heißt also, die Antwort ist irgendwo hier. Aber eine wo? Karte der Gegend. Ja, ich will erst einmal herausfinden, was... Ach Gott, dieser... Dieser Junge! Und das wiederum heißt, ich habe irgendetwas nicht gesehen. Aber was? Ist wahrscheinlich was total Offensichtliches. Ich bin einfach nur mal wieder blind. Aber hier ist einfach nichts. Mit Ralph will er nicht reden, weil er ihm unheimlich ist. Oh, oh, Entschuldigung. Ich wollte einen Fussel für meinen Pullover machen, hat nicht funktioniert. Ah, hier das Loch. Hier hat der Rabe also seinen Eingang. Ja. In der Decke ist ein großes Loch. Sie hat der Witterung wohl nicht besonders gut standhalten können. Und das war's auch schon. Sonst können wir nichts machen. Rucksack will er nicht. Guck doch mal, was hier alles verstreut ist, Mann. Statt mir zu reden. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es tut mir leid. Mehr ist nicht mehr drin. Ja. Es liegt hier überall verstreut. Mhm. Ein Sockel aus Stein. Da sind 3 Rillen auf jeder Seite. Keine Ahnung, was man damit anstellen kann. Tja, ich auch nicht.
leider Gottes. Aha, okay. Aber hier ist ja auch nichts. Ah. Den verdammten Raben sehe ich auch nicht. Kann man nicht hier hinterlaufen? Samuel konnte das. Das ist die Akademie. Mein Gott, ey. Jetzt hänge ich hier voll fest. Und ich habe echt auch überhaupt gar keine Ahnung, was ich machen könnte. Zumal so viel schleppen wir ja gar nicht mehr mit uns rum. Es ist ja echt alles nur noch Papierkram. Was wir hier haben. Es ist dann das ist Angelinas Tagebuch. Darin beschreibt sie die Tage in Maine. Die darauf folgenden Seiten wurden herausgerissen. Das sind die Seiten, die ich im Hotel gefunden habe. Davor gibt es keine Einträge. Sie scheint erst mit ihrer Reise in die USA angefangen zu haben, ein Tagebuch zu schreiben. Dienstag. Ich habe ihn gefunden. Ja, okay. Ich habe gehofft, Zeitungsartikel über die Mordserie des Samuel Gordon. Es muss damals das Thema gewesen sein. Grausame Ritualmorde, Gewalt, mystischer Schnickschnack. Ein gefundenes Fressen für die Presse. Toll. Der Zettel von Boris ist in der Mitte durchgerissen. Ich kann nur noch die Hälfte des Textes lesen. Für mich klingt es wie ein Teil eines Gedichts. Jahre schon, seinen Sohn, seinem Blut, ne Wut, vor Gericht, Endinsicht. Dieser Zettel steckte im Tagebuch. Es ist ein Brief. Darren, ich hoffe, du bist es, der diese Nachricht findet. Ich kann nicht sagen, wie leid es mir tut, nicht von Anfang an ehrlich mit dir gewesen zu sein. Ich habe die Gefahr, die vom Orden ausgeht, zu lange unterschätzt. Ich habe Spielchen gespielt. Wie es scheint, habe ich verloren. Agenten des Ordens schleichen durch die Ruine. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis sie diesen Ort. Ich werde die Figuren verstecken und versuchen, mich zum Dorf durchzuschlagen. Ich kann sie so wenigstens vom Tor fernhalten. Solltest du diesen Brief lesen, habe ich es nicht geschafft. Dann bitte ich dich, vollende mein Werk. Du glaubst nicht an den Fluch, das weiß ich. Wie könntest du auch? Du warst so weit weg. Aber ich bin bei meinen Studien auf Aufzeichnungen gestoßen und es ist alles wahr. Alle 12 Jahre geschehen in dieser Gegend schreckliche Dinge. Und das schon seit Jahrhunderten. Vielleicht ist es Massensuggestion. Vielleicht ist es irgendeine Strahlung. Vielleicht ist es ein Fluch. Nenn es, wie du willst. Aber es muss aufhören. Der Schlüssel zu allem Übel verbirgt sich unterhalb der Akademie. Ein Raum, der vor Jahrhunderten für irgendwelche dunklen Riten benutzt wurde. Dort befinden sich auch die Seelenschlüssel, die Samuel Gordon vor 12 Jahren gefunden hat. Zerstöre sie. Zerstöre alles. Und wenn es nur eine Spinnerei in den Köpfen der Leute hier ist, nimm ihnen den Grund, sich zu fürchten. Aber hüte dich vor dem Orden. Es handelt sich um eine okkulte Sekte, die ich für ausgestorben hielt. Ein großer Fehler. Es gibt sie immer noch. Sie gehen über Leichen und sie wollen dein Blut. Der Legende nach kann nur ein männlicher Gordon den Kultraum öffnen, den Seelenschlüssel berühren und die dunklen Rituale vollführen. Deswegen habe ich dich gesucht. Ich glaube, dass du der Letzte der Gordons bist. Du bist in höchster Gefahr, solange die Schlüssel und der Beschwörungsraum nicht zerstört sind. So lange wird der Orden dich bis ans Ende der Welt verfolgen. Mir ist es bisher nicht gelungen, in die Katakomben vorzudringen. Um das Tor zu öffnen, benötigt man 3 Mosaikscheiben. Ich habe erst eine gefunden. Sie ist in meinem Rucksack. Die anderen beiden sind irgendwo im Schloss versteckt. Der einzige Hinweis, den ich auf das Versteck der einen Scheibe finden konnte, ist ein Name. Maximilian Mortimer Gordon. Du musst nach Black Mirror Castle gehen und dort nach den Scheiben suchen. Die
Gefahr ist groß, denn ich bin sicher, dass mindestens einer der Schlossbewohner zum Orden gehört. Gib dich also nicht zu erkennen. Es ist die einzige Chance, an die Scheiben zu kommen. Und deine einzige Chance, vielleicht zu erfahren, wer dein Vater ist. Es ist alles so schrecklich, Darren. Es ist, als hätte ich die Büchse der Pandora geöffnet. Ich wollte etwas Gutes tun und habe dich damit in schreckliche Gefahr gebracht. Ich hoffe, dass alles ein gutes Ende nimmt und wir gemeinsam von vorn beginnen können. In Liebe, Angelina. Okay. Ein Fluch. All das wegen eines Fluchs? Das Blut der Gordons. Ein okkulter Geheimbund, der den Teufel persönlich rufen möchte. Das ist alles so sinnlos. Wie kann man für solche Phantastereien Menschen töten? Wie kann man sich so in diesen abergläubischen Wahn versteigen, dass man dafür tötet? Aber Angelina hat recht. So bizarr die Motive dieser Leute auch sein mögen, sie werden weitermachen, solange sie eine Chance sehen, ihre Ziele zu erreichen. Sie müssen aufgehalten werden. Ich werde sie aufhalten. Angelinas Tod soll nicht völlig vergebens gewesen sein. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Ja, die Nachricht habe ich wohl anscheinend, ich weiß es nicht, irgendwie übersehen oder so. Wahrscheinlich ist die irgendwo da rausgefloppt und ich habe nicht drauf geachtet. Ja, da freust du dich, ne? Das ist toll. So, aber jetzt kommen wir vielleicht ein Stückchen weiter. Ja, ich finde es auch nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ich finde, wir sind ganz gut dran. Also bis jetzt relativ gut vorangekommen, außer dieses Schlossknacken. Das ist anscheinend nicht ganz so meins. Die Mosaikscheibe ist nicht im Rucksack und liegt hier auch nirgends rum. Ich sollte aber noch im Schlafsack nachsehen, um sicher zu sein. Mhm. Nichts. Keine Mosaikscheibe. Ich glaube, ich weiß, wer sie hat. Black Mirror Castle. Am besten, ich gehe zu Fuß und mache einen weiten Bogen um das Dorf und die Straßen. Was? Ich wollte eigentlich mit Ralph sprechen, aber okay. Was auch immer der gute Mann jetzt vorhat. Ernsthaft? Ich habe geahnt, dass mein Weg mich irgendwann hierher führt. Ich werde herausfinden, wer mein Vater ist. Ich werde die Mosaikscheiben finden und ich werde Angelinas Tod einen Sinn geben. Aber ich muss verdammt vorsichtig sein. Laut Angelina könnte mindestens einer der Schlossbewohner zum Orden gehören. Vielleicht kann ich herausfinden, wer es ist. Okay, gut, wir gucken uns. Ich wollte was dazu sagen, aber ich glaube, ich lasse es mal noch. Ich meine, vielleicht ist er ja auch gar nicht der Sohn von Samuel. Egal, wir gucken mal. Diese Steinfigur und die andere sehen fast identisch aus. Ja. Ich sehe nichts, was von Interesse sein könnte. Diese Steinfigur und die andere sehen... Die Steinfigur zeigt eine nackte Frau. Eine Nymphe. Toll, oh Gott. Briefkasten, Klingel. Macht das Sinn? Lebt da noch jemand? Keine Ahnung. Ast. Dort im Gebüsch liegt ein armdicker Ast. Sieht stabil aus. Nimm den mal mit. Er ist feucht, aber nicht morsch. Er kann erst kürzlich von einem der Bäume abgebrochen sein. Vielleicht bei dem Unwetter gestern. Das Schloss am Briefkasten scheint beschädigt zu sein. Lea. Lea. Okay, warum kann ich da immer noch ran? Eine elektrische Klingel? Ich hätte eher mit einer alten Glocke gerechnet. Nichts.
Vielleicht ist sie kaputt. Die Streben an dieser Tür sind stark verwittert. Zwei sind sogar durchgerostet und an den unteren Enden nicht mehr mit dem Türrahmen verbunden. Keine Chance. Die Streben sind zwar nur noch an einer Seite mit dem Rahmen verbunden, aber sie sind widerstandsfähiger, als ich dachte. Können wir nicht mit ihm hier? Mit diesem Ast als Hebel sollte es funktionieren. Yay! Das war's. Ist das nicht toll? Ich weiß nicht, warum ich mir die Nymphen noch angucken kann. Schloss, wir schauen uns trotzdem noch mal eben alles an. In England scheint man etwas lockerer mit Nacktheit umzugehen. Wie er auf diese Nacktheit eingeht. Voll geil. Zu genau muss ich mir das aber trotzdem nicht ansehen. Ja, ich will doch nur gucken, ob... Ach Mann, nichts darf man. Briefkasten. Warum kann ich ihn noch an den Briefkasten ran? Oder kommt das erst noch? Ich weiß nicht, warum ich das Tagebuch da reinstecken sollte. Ich dachte, ich probiere es einfach mal. Schlüssel? Warum schleppen wir den eigentlich noch mit uns rum? Brauchen wir den noch? Ist der von Bedeutung? Vor ein paar Tagen hätte ich mir nicht träumen lassen, vor diesem Tor zu stehen. Es sieht genauso aus wie auf dem Foto. Es wirkt beinahe, als sei die Zeit hier stehen geblieben. Das Schloss sieht verdammt düster aus. Da helfen auch der verwilderte Garten, der feuchte Nebel und meine augenblickliche Gemütslage nicht. Vermutlich umschließt der Zaun das gesamte Schlossgelände. Die Aristokraten in diesem Land pflegen keine Kultur der offenen Tür. Nö, finde ich ehrlich gesagt auch richtig so. Das Tor ist verriegelt und aus massivem Eisen. Da gibt es kein Durchkommen. Okay. Bei der einen... Hey, wie kommen Sie hier rein? Das Tor war offen. Ja? Aha. Ich drehe dem Gör den Hals um. Ich habe ihr 100-mal gesagt, dass das Tor immer verschlossen sein muss, wenn wir keine Strolche hier auf dem Grundstück haben wollen. Wenn Sie damit auf mich anspielen. Ich bin kein Strolch. Ich bin Polizist. Was Sie nicht sagen. Dann haben Sie doch bestimmt einen Ausweis. Ich, Kann ich behilflich sein, Sir? Ich habe Herrn... Louis, werter Herr. Für euch einfach Louis. Sie übernehmen das Bett? Wunderbar. Okay. Sie müssen unseren Gärtner Louis entschuldigen, Sir. Wie kann ich Ihnen helfen? Mein Name ist Falk. Ich ermittle in einem Mordfall, der sich gestern Abend am Leuchtturm zugetragen hat. Ich habe davon gehört. Fürchterliche Sache. Aber sagen Sie, Ihr Akzent? Ich bin Teil eines Austauschprogramms. Die Vereinigten Staaten, Kanada und Großbritannien tauschen Ermittler aus, um von den jeweils anderen Ermittlungsmethoden zu lernen. Sherlock Holmes meets Dick Tracy, sozusagen. Wenn die Regierung es für nötig hält. Was ist denn mit dem Herrn Inspektor Collier? Sollte er Sie nicht begleiten? Der ist krank heute. Verstehe. Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Ja, natürlich. Wie kann ich Ihnen dienen? Ja, das machen wir noch. Das ist ein erstaunliches Anwesen hier. Ein geschichtsträchtiger Ort, in der Tat. Leider hatten die Geschichten häufig mit Blut, Tod und Unglück zu tun, wie man hört. Die Familie Gordon wurde häufig geprüft. Das ist richtig. Verzeihen Sie, wenn ich das so sage, aber das Schloss macht nicht den besten Eindruck. Ich wüsste nicht, was das mit Ihren Ermittlungen zu tun hätte, Mr. Falk. Ein Zeuge hat am Tatort einen ungewöhnlichen schwarzen Wagen gesehen. Was meinen Sie mit ungewöhnlich? Im Besitz der Familie Gordon befindet sich ein klassisches englisches Automobil aus den 30er Jahren. Ungewöhnlich genug. Waren Sie mit dem Wagen heute Morgen an den Klippen? Die Ladies sind heute nicht ausgefahren. Und ich glaube auch nicht, dass Louis den Wagen genommen hat. Fragen Sie ihn.
Er kümmert sich um den Wagen, wenn schon nicht um den Garten. Dieser Louis macht einen recht schroffen Eindruck. Er ist Waliser. Aha. Er hat seine Herrin, Lady Eleanor, begleitet, als sie nach dem Tod ihres Mannes hierher gezogen ist. In Wales hat er sich um den Garten ihres Schlosses gekümmert. Damals legte er wohl noch eine andere Arbeitsmoral an den Tag. Lady Eleanor besitzt ein Schloss in Wales? Gewiss. Vor einigen Jahren gab es einen schrecklichen Unfall, bei dem ihr Mann Sir Richard gestorben ist. Kurz danach ist sie hier eingezogen. Interessant. Was können Sie mir zu Samuels Geist sagen, den einige Touristen gesehen haben wollen? In der Tat wollten einige Touristen ihn gesehen haben. Doch seit 12 Jahren ist hier nichts Ungewöhnliches passiert, abgesehen davon, dass die Touristen das Schloss zeitweise nahezu belagert haben. Jetzt nicht mehr? Nein. Obwohl, erst vorgestern war ein Ehepaar hier, um sich das Schloss und den angeblichen Geist anzusehen. Da sie vorher höflich gefragt haben, habe ich ihnen erlaubt, sich im Garten umzusehen. Aber fündig geworden sind sie sicher nicht. Es gibt hier keine Geister. Sie sprachen eben von Ladies. Lady Victoria, die Besitzerin von Black Mirror Castle, und Lady Eleanor, eine Verwandte aus Wales. Die Ladies sind die letzten der Gordons und stehen dem Schloss vor. Kann ich mit den Damen sprechen? Ich würde es bevorzugen, sie nicht aufzuregen. Lady Victoria ist eine Dame reiferen Alters. Aber ein paar Worte sind doch sicherlich okay. Was immer es zu bereden gibt, können Sie auch mit mir bereden. Ich bin seit über 70 Jahren bei den Gordons beschäftigt. Ich kann Ihnen alles sagen, was Sie wissen müssen. 70 Jahre, ey. Okay, und weiter. Diese Frau wurde ermordet. Kennen Sie sie? Sind Sie sicher, Sir? Leider ja. Ihr Name ist Angelina Morgan. Sie scheinen sie zu kennen. Ich? Kommen Sie, Sir. Wir müssen das den Ladies zeigen. In Ordnung. Warum? Was ist denn mit ihr? Warten Sie bitte einen Augenblick, Sir. Ich melde Sie an. Okay. Mr. Falk, die Ladies haben Zeit für Sie. Mr. Falk? Geht es Ihnen nicht gut? Doch, danke. Ich hatte etwas wenig Schlaf. Lady Victoria? Lady Eleanor. Mein Name ist Inspektor Falk. Ich untersuche einen Mordfall. Bates meint, Sie hätten ein Foto des Opfers. Ganz recht. Kennen Sie sie? Wie ist Ihr Name? Angelina Morgan. Ich kenne sie nicht. Wenn das nun alles war... Ein paar Fragen hätte ich schon noch. Ist schon gut, Bates. Wir werden selbstverständlich mit der Polizei zusammenarbeiten. Fahren Sie ins Dorf und erledigen Sie, worum ich Sie gebeten habe. Ich bin mir sicher, der Inspektor wird uns Gesellschaft leisten. Sehr wohl, Madame. Also, wie können wir der Polizei behilflich sein? Ja, das machen wir aber erst im nächsten Part. Ich habe eben so komisch reagiert, weil Bates draußen so komisch reagiert hat und ich eigentlich eine andere Reaktion erwartet habe. Aber okay, mal schauen, wie sich das Ganze noch entwickelt. Ja, das machen wir wahrscheinlich auch im nächsten Part. Dann danke ich erstmal fürs Zusehen, wenn ihr mit. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.